Ja, Moinsen, es geht mal wieder weiter mit Walking War Robots. Ich habe mal wieder Lust dazu. Ich werde auch nicht mehr regelmäßig Let's Plays machen, wie ihr schon wahrscheinlich bemerkt habt. Es macht mir halt einfach nicht mehr so viel Spaß und es hat die falschen Leute angelockt, sage ich mal. Ich habe damit zwar gerechnet, aber dass es so schlimm wurde. Na. World of Tanks wird es nicht mehr geben, überhaupt nicht mehr. Dann kommen gleich wieder die Kommentare. Dann werde ich dich jetzt abonnieren. Weißt du, es ist mir so scheißegal, wer mich deabonniert und wer mich abonniert. Da ich mal ein bisschen genauer auf Analytics geachtet habe und die Let's Plays haben so gut wie kein Geld abgeworfen. Sage ich jetzt mal einfach mal so, ohne darauf wirklich genau Bezug zu ziehen. Darum geht's nicht, aber ich habe andere Videos, die werfen weitaus mehr Geld ab und ich habe jetzt 1 Euro weniger. Das ist mir aber vollkommen wurscht. Der Euro macht den Braten jetzt auch nicht fetter. Ja, es gab ein neues Update, wo jetzt Quadlegs rauskam, also Vierbeiner. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man an die rankommt. Das ist einer mit 3 Medium-Waffen, als ob die Dinger nicht schon overpowered genug wären. Ja, ich muss jetzt hier auf den Pilot irgendwas warten. Weil ich habe ein Geschenk für ihn in Form von Piñatas. Na, schmeckt. Egal, ich kann jetzt hier auch wieder wechseln. Gehen wir doch mal in den Griffin. Ja, ich mag den Griffin nicht. Eigentlich hätte ich schon längst einen zweiten Rhino, weil ich liebe den Rhino. Der Rhino ist einfach mega. Vor allem, weil er richtig, richtig stark ist, meiner Meinung nach. Aber sehr anfällig für Area-on-Effect-Waffen, also AOE. Also alles, was Explosionsschaden macht, dagegen ist er sehr verwundbar. Viele mögen den Griffin lieber, aber ich mag den Griffin nicht. Erstmal hat er eine bescheuerte Hitbox, man bleibt überall hängen. Und ich mag auch die Waffenabhängigen nicht so wirklich. Ich denke mal, das Match hier ist ein bisschen verloren, aber das ist okay. Man kann hier nicht immer gewinnen. So ist es normal. Ich spiele derzeit wieder ein bisschen League of Legends. Hab mit Zion angefangen, ist ein interessanter Champion. Bald kommt MechaZero Zion auch raus. Das Ding freue ich mich auch schon. So, der ist. Nee, egal. Erstmal Waffe leer schießen, das ist wichtig. Denn ich gehe ungern mit einer leeren Muniz mit einer. Wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt habe ich das komplette Wort vergessen. Das ist auch wieder lustig. Hat so gut wie keiner Munition an den Start. Das müsste ich jetzt nicht nachladen und würde ich weniger Schaden machen. Und du da unten? Ah, den kann ich nicht so viel ausrichten mit seinem Schild. Ah, mein Freund hier kann das ausrichten mit der. Ich hab den Namen schon wieder vergessen, mit der Thunder. Die Thunder ist auch einfach viel zu stark. Na klar, sie ist eine Nahkampfwaffe, aber trotzdem, der Schaden, den die macht, das ist krank. Ich kann auch nicht mehr machen, als sie hoch rumstehen. Die Boa ist auch viel zu stark, habe ich jetzt gelesen, aber. Ja, eigentlich ist hier vieles viel zu stark, aber das interessiert ja den Entwickler nicht. Ja, ich kann nicht mehr wegspringen. Egal, ich sterbe jetzt. Steigen wir doch mal in den Leo. Den muss ich auch nicht mal loswerden. Der wird auch durch einen Rhino ersetzt. Ich finde die Kiste einfach viel zu langsam jetzt und sie bringt nicht mehr so viel wie am Anfang. Am Anfang ist der wirklich stark. Aber jetzt, wo immer mehr von diesen Next kommen, die ja halt die Rhino und Stalker und
dergleichen. Dagegen kannst du echt nicht viel machen mit dem. Er ist stark im Nahkampf oder ein starker Fernkämpfer, aber das bringt's nicht. Er ist unmobil. Immobilität ist hier echt schlimm. Du brauchst echt einen mobilen Mech. Deswegen finde ich auch, ist die Natascha absoluter Bullshit. Ja, da macht sich der Stalker wieder unsichtbar. Ich hasse das Ding. Der macht mich doch eh wieder. Oder ich mach ihn. Ja, es ist nicht so toll. Man kann hier immer noch nicht automatisch manuell nachladen. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Ich habe das jetzt so noch halbwegs in Erinnerung gehabt, wie ich es gehabt habe. Wenn ja, tut's mir leid. Kann man nicht ändern. Ist ja auch vollkommen egal. Kurz. Ich mache auch überhaupt keinen Schaden. Vollgelevelt sind die Molots echt der Hammer. Aber so ist es. Ja, und da kommt auch schon wieder einmal der Thunder. Egal. Rein in den Rhino. Oh, er hat ein neues Zeichen. Ich habe den Rhino derzeit mit 2 Pinatas und 2, ich habe den Namen vergessen, ausgestattet, weil ich einfach diesen AOD Splash Damage mag. Eigentlich habe ich zweimal dasselbe gerade gesagt, aber wen interessiert das schon? Freudscher Versprecher. So, so, so. Und ich hänge wieder überall fest. Das ist doch perfekt. Also der Rhino ist wirklich sehr schnell, das mag ich an ihm. Ich dachte, das würde reichen. Ich würde trotzdem ein bisschen Rückendeckung gebrauchen, meine Freunde. Nee, an dem brauche ich mich gar nicht erst ranwagen. Der ist so nervig. Na dann du halt. So, geht doch. Geht doch, geht doch. Ich glaube, ich werde auch bei einer Runde bleiben. Na du? Das sieht übel für mich aus. Aber ich will trotzdem noch wissen, ob wir die Runde gewinnen. Ich muss ein Stück näher ran. Ja, mein Schild hält immer noch. Ding hat aber auch massig an HP. Na, ich dachte, den bekomme ich noch, aber Er hat auch. Ja, er hat wieder so ein. Wie heißt die nochmal? Ich weiß gar nichts mehr über das Spiel. Ja, diese Energiewaffe hier. Rechts. Also von hier aus gesehen, die ist auch viel zu stark. Aber die haben nicht mehr so viel übrig. Wir wissen, ob wir das gewinnen. Ich denke, wir werden das verlieren. Da uns jetzt 2 Capture Points fehlen. Und wir haben nur noch ein, ja, wie ihr seht, ein Patton mit Spirals. Und die sind absoluter Schrott. Vor allem gegen den...
Ja. Wird das gewinnen? Ich denke eher nicht. Schade, schade, ich hätte gern gewonnen. Was soll man machen? Egal, ich interessiere mich jetzt erstmal dafür, wie viel Damage ich gemacht habe. Hier, wie ihr seht, der hat drei Medium-Waffen und das ist einfach krank. Ich habe sogar am meisten Schaden aus meinem Team gemacht. Ich bin überrascht. Wir hatten dafür einen AFKler. Ja, 97.000 bekommen. Geht, geht. Glückwunsch, ich habe eine neue Stufe erreicht. Schön. So, das war's auch mal wieder mit Walking Ball Robots. Ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein, falls ich irgendwann mal wieder ein Part bringe. Bis dann, euer Banshee mit A.